Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu... Was ist denn jetzt falsch? War das falsch rum? Du hast das 1 vergessen! Deswegen hab ich jetzt... Deswegen, das ist mega! Machen wir weiter so! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 100 von SkyQuest zusammen mit yeah. Balooie und Early Ball! Hallo, ich bin Balooie! Katze? Wirklich Folge 100. Ich glaube, die wievielste eigentliche Folge ist das bei dir? Das ist übrigens bei mir Folge 140. Nein, das 100 Foxtrot. Wir haben 140. Wir haben es geschafft, bei mir sowohl die 99.1 bis 9 zu schaffen, die 99.9a bis Z zu schaffen, die 99.9 Jody bzw. Kyoshui, Uyo Psycho, X Graffiti. Und viele andere Leute, also Fire Taylor und Simsalabim und Nosferatu, einfach viele Unterstützer von meinem Kanal noch mit als Folgentitel zu nehmen, weil mir die Zahlen und Buchstaben ausgegangen sind. Warum hast du nicht und einfach sind wir hier? Warum hast du nicht einfach 99.1, Punkt 2, Punkt 10, Punkt 20, Punkt 100, Punkt 120? Weil ich damit gerechnet habe, dass wir es nicht geschissen bekommen, hier dran zu sitzen und das so zu machen, wie sich das gehört. Weil die Katze hat uns Geschenke. Jetzt hör mal auf, die aufzuregen. Guck mal, wir haben Geschenke gekriegt. Ne, ich freue mich. Weil wir wollen jetzt endlich ins Eldritch. Was ist denn Witherhead Farm? Was ist denn das? Alter. Wie, was ist denn Witherhead Farm? Das ist ein geiles Schwert. Das ist halt ein Schwert, das ihr habt, damit ihr die ganzen Viecher, die dort sind, köpfen könnt, theoretisch. Ihr dürftet einen markierten Kristall haben und ihr dürftet einen unmarkierten Dimensionskristall haben. Das ja. ist einfach... Weil der heißt Early ist doof! Nein, den will ich nicht haben! Balooie, gib mir deinen! Nein, nein, nein! Wie heißt deiner? Ich will dir nur sagen, also ab dem Moment, wenn man ihn benutzt, ja, ist es wahr, was draufsteht. Deswegen, egal wer ihn hat, das benutzt er. Moment, ich möchte ganz kurz, ich lese mal die wichtigen Infos. Ach, halt doch die Schnauze! Leck mich doch! Du bist eine böse Katze. Was steht denn drin? Ich weiß es gar nicht. Du bist eine böse, miese Katze. Ich kann mich nicht erinnern, was ich reingeschrieben habe. Mach's doch mal! Lasagne ist eine Weltwährung. Also, warte mal, was steht denn bei ihm drin hier? Early ist doof, Early ist doof, Hashtag Katze ist Beste. Ich verstehe nicht, wo das der Fehler ist. Oh, bei mir steht Hashtag Lasagne für Katze. Leute, Hashtag Lasagne für die Katze in die Kommentare. So, dann haben wir das auf jeden Fall gemacht. Ihr dürftet auch das hier haben. Ich weiß, das sieht extrem komisch aus. Das ist ein Catfish. Das ist wichtig, dass ihr den dabei habt. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist, das dass ich den dabei habe. Das ist unglaublich wichtig, dass ihr den dabei habt. Nein, ich glaube nicht. Das ist das Statussymbol Nummer 1 in der Eldritch-Dimension. Ich glaube, das ist ein Knall. Wenn ihr den nicht dabei habt, werdet ihr geköpft. Ich glaube, du bist doof. Was ich damit jetzt mache? Ich glaube, ich schmeiße den Abgrund. Ich habe ihn in den Backofen geschmissen. Sorry, aber da so geht's einfach nicht weiter, Keule. Das ist Moment. So. Tschüss, Katze. I am the Grim Reaper. Was? Oh Mann, die da. Ey, ihr habt einen tollen Kopf. Könntest du aufhören, damit zu boxen? Wir haben Leben, du Baum. Ah. Also, ich finde, das leckt ein bisschen, Katze. Was hast du hier alles für einen Scheiß angestellt? Ich hab hier gar nichts angestellt. Was ja, gibt's denn Neues, Katze? Das ist bei mir super, ist das Ding gelaufen bis Early. Oh, leck das hier hin, alter Verwalter. Katze hat alles kaputt gemacht. Wo leckt denn was? Wo seid ihr? Wellsword erweitert, Katze hat sich um Beasts and Trees gekümmert. Ich habe mich ein Wespen bisschen gemacht. Ganz viele Wespen. Und ich habe mich übrigens auch um For the Hoarding gekümmert. Das ist soweit komplett durch, was wir bis jetzt haben. Guck euch das mal an, ey. Guck mal, was kriegst du an. Also Bienen hast du schon eine ganze Menge fast fertig. Also Tomcroft hast du gar nichts gemacht. For the Hoarding, Alter, das ist ja alles fertig. Nichts mehr, was ich tun kann. Es ist eine Menge fertig. Bei der Logistik, ach, geht ja noch nicht. Katze, Was hier? Was ist das hier? Das Banane. Hier ist automatisch, damit wir immer Prozessoren auf Lager haben, weil ich keinen Bock habe, dass die lange brauchen, bis wir craften. Sind die Dinger hier da? Die sind als Shard-Autoproduktion gedacht. Bedeutet, wenn wir so und so viele von diesen Magic-Shards haben, werden hier zum Beispiel die Order-Shards und hier vorne werden die Air-Shards automatisch hergestellt. Die musste man so herstellen, weil die nicht in Maschinen hergestellt werden können. Die müssen mit dem Hammer abgebaut werden und da habe ich mir diese Konstruktion einfallen lassen, womit das relativ gut funktioniert. Okay. Ja, das sind so alles. Gehen wir jetzt ins Eldritch? Ich habe übrigens. Warum ist da so eine kleine Enderperle in meinem Schwert drin? Was kann das? Dein Schwert ist auf, glaube 90% Beheading. Bedeutet, alles, was du tötest, lässt zu hohen Prozentzeichen einen Kopf fallen. Bedeutet, falls wir im Eldritch irgendwelche krassen Gegner haben, von denen wir den Kopf haben wollen, weil das ja möglich ist hier, können wir das tun. So, Balooie, du brauchst Eldritch-Eis. Ja, gib mir die Augen.
Ich habe ja mal gehört, du bist hier Profi, was das Ganze angeht. Ja, ja, deswegen, gib mal her. Ich habe hier jetzt mal 4 für dich und ein 5 also, als Sparing, falls du eins kaputt machst, weil du unfähig bist. Ja, nee, ist klar, logisch, dass ich die Dinger kaputt mache. Ja, sag ich ja. Ich will ja, wenn ich jetzt einen Villager töte, kriege ich einen Villager-Kopf? Ui. 1, 2, die Chance ist relativ 3, hoch, ja. 4. So, fertig? Fertig? Ich bekomme immer. Early, wo bist du? Early, ja, ich hab das Ding an. Warte, ich komme. Warte. Tschüss, Early. Nein, warte, ich will. Warte, ich muss hier hochfliegen. Early Bob. Das ist Ritual, warte, ich schmeiß noch die Köpfe ins Inventar. Oh, Goldcoins haben wir auch noch. So. Early. Fertig? Ja. Das Portal in die Dimension, ich hab Angst. Early zuerst. Warum ich Katze zuerst? Vor. Okay, dann geh ich da rein. Ich bin als Erster drin. Hä? Wie? Ah, warte, ja, nein, doch, es laggt, deswegen. Weil die Welt ja erst generieren muss. Oh, wo sind wir denn? Alter. Was Moment, dafür muss ich die passende Musik anmachen. Erstmal alles scannen. Das ist alles meins. Meins. Ich hab keinen Scanner mehr, ich kann's nicht scannen. Scheiße. Hier ist ein seltsamer Kristall, meiner. Das sind Balance Shards. Oh ja. Wie geil ist denn das? Können wir hier abbauen? Hier ist ein Glyphenstein. Oh, hier ist eine alte Urne. Wo sind wir hier? Oh, Alter, wie geil ist denn das hier? Man ringt ihn erstmal um. Da vorne! Ei! Monster! Wow. Crystals. Was hat ihr denn für Süße? Komische Crystals. Wo sind wir hier, Leute? Eldritch Crab. Eine Urne. Das ist Eldritch, so wie ich das mitbekomme. Die altertümliche Dimension oder magische Dimension der alteingeborenen Crimson Alchemisten. So wurde es auf jeden Fall irgendwann mal genannt. Soll ich die Balance Charts mitnehmen? Kannst du mitnehmen, wenn du das möchtest. Die sind relativ gut. Können wir theoretisch Seife drauf bauen. Ich habe eine Urne gefunden und ich habe sie zerstört. War nur Goldmünzen drin. Ja, das ist Goldmünzen sind halt echt kacke. Was passiert, wenn ich die Wand abbaue? Du wirst nicht weiterkommen. Was? Du wirst nicht weiterkommen. Kann ich da, da steht Block Portal Nothing. Passiert da was, wenn ich da reinlaufe? Ich weiß es nicht. Willst du es ausprobieren? Nein. Wir haben Leben, das ist das Problem. deswegen. Ich nehm trotzdem mal die Blöcke mit. Oh, die Glyphstones! Oh, ich baue die alle ab, Alter. Ich brauche ganz dringend. Warte mal, was brauche ich denn nochmal? Ich brauche In die Glyphstones auf keinen Fall reingehen, so wie ich das. In diese komischen Portal-Frames und so nicht reingehen, Leute. Warum? Weil ein Teil der Items da weggeportet wird. Und wenn wir auch weggeportet werden, garantiert uns keiner, dass wir irgendwo rauskommen, wo wir überleben. Das ist fort. Ich brauche einen Primordial Pearl. Es wäre ja cool, wenn das so wieder mit dem Monolith die Dimension am Ende wäre. Das wäre cool. Kriegen das? Das Besondere ist, wie ich weiß, dass wir diese Dimension auf jeden Fall durchkämpfen müssen. Und es gibt hier auch Bosse, beziehungsweise einzelne Bosse, das heißt, gab es auf jeden Fall. SkyQuest wird jetzt nochmal zu einem richtig krassen. Haben wir verlaufen? Es wird ein bisschen adventurisch jetzt gerade, aber ich weiß nicht, wie adventurisch. Es gibt keine Dingens, oder? Chunkloader, oder? Doch, gibt es. Kannst du die deaktivieren in der normalen Welt später noch, damit es nicht mehr so leckt? Wie deaktivieren, meinst du? Ja, weil es leckt halt hier. Hier leckt es doch gar nicht. Hier läuft super gut. Das ist aber irrelevant, weil die jeweiligen Tesseracts die Aktionen, die zum Lecken bringen, teilweise mitverantworten und die ihre Sachen mitladen. Ich verstehe, so. Ach, hier schon wieder so ein Ding. Eldritch Guardian ist hier! Oh Gott, ich töte ihn! Er greift mich an! Oh, den kannst du einfach nur bringen. Die sind echt einige Guardians. Hallo, you Günther. You have gained a temporary warp. Okay. Oh, das ist schlecht. Warp ist negativ. Ja, Warp ist negativ. Das ist sehr schlecht. Balui, hast du es wieder rausgefunden von deinem Ort, wo du gerade warst? Das ist Runestone. Ja, ich war doch vorhin bei dir. Aber. Nein, dieser Runestone ist weg. Was ist das denn? Wurde vergiftet. Wo muss ich denn hin? Hier ist noch ein Eldritch Guardian. Ihr werdet immer ein Eldritch Guardian sein. Das ist wie wenn du im End durch die Gegend läufst und die gesamte Zeit. Das ist ein Enderman. Das ist ein Enderman. Oh mein Gott, ein Enderman. Ui. Könnt die Uhren jetzt mal kaputt gehen, bitte? Ich hab einen der Räume gefunden. Was für ein Raum? Oh nein. Oh fuck, ich sterbe! Oh nein, oh nein. Was, Early? Ich hab OP-Apfel gefressen. Alter, hier war irgendwas, was mir mega Schaden gemacht hat. Warum hab ich ein Lächer? Ich hab einen stinknormalen Holzbogen! Katze! Wir können nicht. Wie? Du hast einen stinknormalen Holzbogen. Ich hab nie einen guten Bogen bekommen. Ja. Ich hab auch keinen Bogen. Warum und? Auch? Für genau diese Situation. Ja, es leckt bei mir. Du warst ja schon immer unfähig. Aber mir leckt es, lecken die Viecher wie die Hölle. Wow.
Na, 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 na. Katze, 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 guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hallo, ich hab was Cooles bekommen. Günther, ich lass ihn mal in Ruhe. Was hast du denn Cooles bekommen? Ja. Katze, guck mal, guck so. Hallo, Katze. Katze. Ehrlich, soll ich dir was sagen? Warte, lass mal Louis so. Komm, wir suchen mal Louis. Komm, komm, komm. Komm, wir suchen mal Louis. Als wenn ich nicht wüsste, was ihr hättet. Bleibt stehen, ich sehe euch doch. Stopp. Hier. Bleibt da drüben stehen. Hallo, hallo, hallo. Ich find vor allem gut, wie der Eldritch Guardian da hinten auf deinen Arsch guckt. Ja, mein Arsch, bin ja weg. So, wo kommen wir denn jetzt hier? Ich hab übrigens einen der Räume gefunden. Was für ein Raum, Katze? Ja, einen der Spezialräume. Dann zeig, ich brauch was aus den Räumen. Ja, deswegen. Oh, ich hab was bekommen. Ich hab ein Eldritch-Ei bekommen. Ja, die Eldritch-Eyes auf jeden Fall mitnehmen, die brauchen wir immer wieder mal. Die sind ultra wichtig, da ist eins. Das Problem ist, wenn du hier drin warst, kannst du eine Zeit lang nicht mehr fliegen. Ich weiß halt nicht, was du hier drin tun musst. Was genau? Nicht? Was machen diese Runestones? Das ist einfach hier nur ein normaler Raum, Katze. Dann kann ich die Glyphstones hier abbauen. Also ich weiß, dass es hier irgendwo die Möglichkeit... Gibt's da Schaden, oder? Wo seid ihr denn? Au! Könnt ihr das mal aufhören, mich zu blitzen? Wo seid ihr denn? Ja, irgendwas blitzt dich gerade. Wo sollen wir denn hier? Ja, das sind die Runestones, die blitzen ein. Ohne Scheiß, Early. Du kriegst einen Elektroschutzhalter. Komm jetzt mit! Hallo! Hallo, ich bin Baloui. Achso, ich hab grad auch noch so einen Raum gefunden. Ja, das Problem ist, es gibt einige solche Räume. Und es gibt auch einen Raum, wo wir dann in einen Bossraum sozusagen kommen danach. Also suchen oder was? Ja. Deswegen, ja, weiter irren und suchen. Und bevor ich euch später nach Hause. Ach, die Runestones unten auf dem Boden können dich so in der Hinsicht angreifen. Ja, ja, sag ich mal. Die Runestones waren das. Das ist hier, ja, ich sollte anfangen. Ich hab einen Slamring irgendwas gekauft. Alter, hier hinten geht voll die Post ab. Oh, hier geht's vor allen Dingen überall nirgendwo weiter. Ich hab das Gefühl, ich renne im Kreis. Hier ist einer. Ach, hier ist ja gar kein Dingens. Hier ist ja gar kein Delay. Ich kann ja einfach zuschlagen. Vergesse die ganze Zeit. Wir haben eine Menge Cursed Stone und eine Abdont. Okay, da sind halt Sachen drin, aber die weiß ich nicht, ob wir das irgendwie brauchen. Schaut übrigens immer mal auf euer Leben, Leute. Ohne Witz. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier irgendwelche Viecher sind, die extrem viel Schaden machen. Ja, mit Sicherheit. Und bevor wir dann hier durch irgendwie sterben am Ende. Weil das ist halt echt, wenn ihr hier... Achso, genau, wir sollten uns langsam aber sicher einen Punkt aussuchen, wo wir unseren anderen Markstone setzen. Was für ein Mark? Wir haben einen weiteren dimensionalen Portstone, den ich euch hereingelegt habe. Ihr habt einen Plank und einen guten. Ja. Ach so, und dann könnt... dann wäre hier angebunden, oder was? Und dann könnt ihr wieder in diese Dimension zurückporten, ohne das Portal oben verwenden zu müssen, theoretisch. Hat hier einer von euch so einen Raum mit dem Zeug zugebaut? Wie mit Zeug mit zugebaut? Mit Crusted Stone? Nein. Nee. Okay, dann habe ich was Neues gefunden. Wo bist du denn? Gut. Ja, pff, wo bin ich? Irgendwo. Im das Problem ist, ich bin aber ein paar Gänge entlang. Ich seh dich halt nicht mehr. Das ist das Problem. Auf der aber das war auch nichts oben. Besonderes, ne? Also, es war nur ein Raum. Ja, aber warum sehe ich dich auf der Map nicht mehr? Erde voll. Weil ich die ganze Zeit durch die Gänge fliege wie so ein Verrückter. Ja, aber dann müsste ich dich trotzdem auf der Map sehen. Nee, ich bin Volldampf unterwegs. Mit das Jetpack und gib ihm. Ja, das ist. Du bist doch nicht auf einmal in einer anderen Dimension, weil du mit einem. Doch, Jetpack ich bin in einer anderen Dimension. Ich bin im Elbe. Hier ist Taint. Hier ist Tainted Soil. Oh, das ist nicht gut. Beziehungsweise nimm mal was mit, wir brauchen davon noch was. Okay, das sind immer diese Barrikaden, aber die machen nichts. Und Traumix Slime ist hier. Und so ein Traumix Slime ist auch lustig. Okay, das ist alles interessante gefunden. Habe ich irgendwas zu markieren mitgenommen? Ich habe ein Nest gefunden. Oh, ich habe Wooden Slabs noch. Ich markiere jetzt Wooden Slabs, wo ein Dead End ist, okay? Ja. Wo Dead Adam ist, was? Wo Dead End Dead Adam ist. Also wo es nicht weitergeht, wo es uns nicht weiterbringt. Bringt das was, diese Glyphstones mitzunehmen? Brauchen wir diese Knowledge Fragmente? Weiß nicht. Vielleicht die braucht Katze die zum Bauen. Die Glyphstones geben Knowledge Fragmente. Die Knowledge Fragmente sind für uns relativ lustig. Gerade für Early und mich, wenn wir doch mal irgendwie Magie machen wollen, müssen wir die einfach zusammen craften und haben dann theoretisch Researches, ohne zu researchen. Genau. Mach das ist schon Leben ein bisschen einfacher. Gut so. Ah, okay. Aber Leute, ich würde sagen, so langsam. Wir sind gerade mal bei Minute 14 für Folge 100, Early.
Okay, dann sehen wir, okay, dann machen wir noch eine, okay. Ich will nur mal sagen, das ist jetzt hier, also hättest du das jetzt bei Minute 16 angefangen zu sagen, ich hätte es verstanden, aber okay. Bei Minute 14 ist zu früh. Ich sag ja das schon, das macht Katze nicht mit. Nee, dafür haben die Leute zu lange drauf gewartet. Da reißen die mir den Kopf ab, wenn wir jetzt hier eine 14-Minuten-Folge machen. Würde ich auch verstehen. Ja. Oh, oh, Katze! Was ist das? Was denn? Katze, komm hier rüber! Rechts! Das ist das, was wir gesucht haben! Das ist das, was wir gesucht haben! Wir müssen, jetzt müssen wir nur noch die Tafel finden! Hallo, wo bist du? Alles, was wir noch finden müssen! Ich weiß es nicht! Hallo, komm zu mir! Ich brauche dich! Wow, was ist das? Katze, was ist das? Komm zu mir! Weiß ich nicht! Sagt ihr mir eure Koordinaten so grob? Minus ja, 753. Nee, minus 700 und 1000. Oh, fuck, den musst du. Vorsicht, dem wirklich eine boxen. Weil diese Fairy-Dinger können nicht one-hitten in bösen Fällen. Glaube ich, finde euch nicht. Oh, wir können nicht fliegen. Darf ich mich zu euch zurück? Auf welcher, Moment, Balu, auf welcher Höhe bist du denn? Auf Y, Ja, wir sind die Y-Ebene wechselt. 53 bist du. Okay. Ja, ja. Wir brauchen diese Tafel und dazu brauchen wir den Weg zu dieser Tafel irgendwie. Ich finde euch schon noch. Bald. Schau in der Zeit auch noch nach den Räumen, ob du irgendwo die Tafel. Warte mal, ich gucke mal, was passiert, wenn man die Viecher da rein. Aber eine Tafel. Also die Viecher werden schon mal nicht wegteleportiert. Er redet von irgendwelchen Tafeln hier. Nur eine Schule Balui, oder was? Balui, es gibt hier vorne einen Raum, wo der Boss ist. Das habe ich ja schon 2-3 Mal erwähnt. Genau. Ja. Und diesen Raum können wir nur betreten, wenn wir davor die Eldritch-Tafel finden, die ja auch in der Dimension versteckt ist. Oha. In dieser Dimension. Ja, sie befindet sich in dieser Dimension. Hier ist gerade, glaub ich, ein Baluja mehr vorbeigeheizt. Und nee, es war ein Erlu. Stopp, ich hab von Baluja, stopp, Baluja, stehen bleiben. Ich hab dich gerade gesehen, ja, Katze, bleib hier. Ja, ich hab aber was gefunden, warte mal. Something disrupts your ability to fly? Ja. Baluja, ich seh dich. Manchmal. Hier sind halt überall Vasen, Urnen. Vielleicht ist die Tafel da ja drin. Ey, also nach meinem Wissen sind sie halt... ist Hallo, du bist halt einfach beim Anfang. Stil. Was sagst du, Katze? Ah, hallo. Hallo, ja, sowas hatten wir am Anfang. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wo haben wir denn hier die erste Kreuzung, die ich finde? Aua. Hier ist die erste Kreuzung. Mann, Alter, in Richtung, Aua. Da, wo der größere Holzsteg ist, geht's lang zum Ende dann wieder. Kann ich wieder zurückgehen eigentlich durchs Portal? Hier ist nochmal Tainted. Kann ich durchs Portal zurückgehen, Katze? Das weiß ich nicht, ob du zurückgehen kannst. Kann man aber ja, denke ich. Wo die Woodsteps sind, ist scheiße, oder was? Du kannst diese. Was? Ich hab's nicht gehört. Woodsteps sind scheiße? Die Woodsteps. Nee, das, wo mehrere sind, ist der Weg zurück zu dem Portalraum. Wir haben jetzt übrigens auch ganz viele Eldritches hier bei uns in der Welt. Ich bin gerade kurz zu Hause, weil ich kurz mein Inventar lernen will. Ja, was heißt ganz viele? Wie viele? Wirklich? Einer. Wenn es einer ist, dann ist es normal. Der ist schon die ganze Zeit immer gespawnt. Der spawnt an dem wieder. Portal immer wieder. Deswegen. Und deswegen da hast du dann hergefahren, das Zeug. Okay. Bitte? Da hast du der ganze Kram her. Brauchen wir das Eldritch Eye irgendwo für? Das, wir brauchen aufheben, das Wound Tablet. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Das kann ich nicht zu Hause lassen. Gut, ich komm wieder. Genau, das kannst du zu Hause. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde einfach mal sagen, das ist jetzt fast eine 20-Minuten-Folge. Wir machen hier jetzt erstmal Feierabend und schauen nach dem Ruined Tablet, wie wir das, ob wir das wirklich in der Dimension finden können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen. Leute, danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall mal bei Early und bei Louis vorbei. Macht's und bei gut Katze, und bis zum nächsten Mal. Vor allem bei Katze, Leute, ne? Vor allem bei Katze. Was der hier die letzte Zeit gemacht hat ohne uns, die letzten 40 Folgen, haben wir schon. Halt bei ihm gucken. Du hast geschafft. Props an Katze. Props an mich. Dann, also, Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr kennt die Prozedur, Kommentarsektion. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Tschüss.